Das Landratsamt schränkt erste zaghafte Öffnungen wieder ein und schreibt für den Besuch von Einrichtungen die Vorlage negativer Schnelltests vor. Der Besuch von Friseurbetrieben, Fußpflegen, Fahr- und Musikschulen im Landkreis ist ab Montag nur zulässig, wenn Besucher ein negatives Testergebnis auf die Corona-Infektion vorweisen können. Wir sprachen mit der vogtländischen Friseurinnung Obermeisterin Corinna Ernst und Friseurmeister Michael Lienemann. Ich und unsere Mitarbeiter waren beim Corona-Test, da kam die Mail und die Nachricht an uns auf Handy, dass das also für Kunden auch ab Montag sein muss. Das ist natürlich eine Oberkatastrophe, weil die Kunden am Montag früh einen Test zu machen, das kann man einfach nicht machen, weil das technisch gar nicht möglich ist. Also die Kunden haben gar keine Chance mehr zu gehen, uns werden die wieder ausfallen. Wir haben auch schon heute die letzten 2 Stunden nur Absagen gekriegt. Also da fragt man sich schon, wie das weitergehen soll. Und jetzt haben wir die Situation, dass es wieder obendrauf gibt. Das heißt für uns ungefähr, ich will mal nicht viel sagen, aber wir werden wieder von den geschätzten Leuten, die wir machen können, wieder 30-35% weniger machen können, weil wir erstens in den Quadratmeterzahlen begrenzt sind. Zweitens jetzt noch mit dieser Testfrage, wo ja die Kunden noch gar nicht wissen, müssen Sie den Test überhaupt bezahlen oder nicht? Weil das ist ja alles noch nicht geklärt. Kein Mensch kann dir Auskunft geben, verbindlich, ob diese Tests kostenlos sind oder ob die bezahlt werden müssen. Wir hatten schon 2 Anrufe vorhin, wenn das mich 25 Euro kostet, gehe ich da nicht hin. Der blinde Aktionismus von den Politikern, uns von heute auf morgen solche Aufgaben zu stellen, das ist für uns eine ganz große Schwierigkeit. Ich appelliere an alle Friseure durchzuhalten und die vielen Tränen, die ich heute am Telefon hatte und die Verzweiflung einfach zu überstehen, und wir schaffen das irgendwie und wir kommen wieder weiter. Aber die meisten halten durch und lieben ihren Beruf, und es kommt auch von Berufung, und wer Friseur ist, wird es auch gerne bleiben. Und wir sehen schon, dass wir im Handwerk gefragt sind, und die Haare wachsen ja Gott sei Dank immer weiter.